Seite 77 von 80. Lies deine ersten 6 Mitteilungen und springe nach Stovetop. Na, mal gucken, ob die ersten 6 Mitteilungen auch die richtigen sind. Du wurdest zum Spielsieger erklärt. Ja, das wissen wir schon. Stinger 14 hat alle Befehle ausgeführt. Mozart ist leer. Slime ist leer. Wir haben einen neuen B-17-Bomber gebaut, das jetzt nach Hacker weitergeleitet wird. Oh, das schreiben sie sogar drunter. Das finde ich doch mal sehr praktisch. Hilft bestimmt der Übersicht später. So, Stovetop ist leer. Ah, Stovetop sollten wir hinspringen. Denn dann wird das wohl die 7. Nachricht sein, hoffe ich mal. So, füge noch einmal 10 B-17-Bomber in die Produktionsliste ein. Ändern, Shift, Doppelklick. Okay. Wir befinden uns in Wartestellung und erwarten das Eintreffen unserer Bomber bei Hacker. Ich zoome mal ein wenig näher ran. 200%. Da unten ist Hacker. Da ist ein Bomber. Da ist ein Bomber. Da ist ein Bomber. Lies die restlichen Mitteilungen und betrachte die Raumschlachten. Shaggy Dog ist leer. Terraforming, Terraforming. Red Storm ist leer. Eine neue Tech-Stufe in Energie. Wir haben dadurch Terraforming gelernt und Raketenbatterie-Verteidigungssystem. Das gucke ich mir nochmal ganz kurz an. Raketenbatterie, also landgestützt. Bodengestützte Scanner und Verteidigungsanlagen sind für die andere Bewusstseinsrasse nicht zugänglich. Achso. Was für Werte hast du? Anzahl, Schild, Verteidigungs... Quan. Also ich nehme an, das sind einfach Boden-Raum-Raketen. Aber na gut, schließen. In einer Raumschlacht gegen Berserkers zerstörten 2 deiner Streitkräfte ohne Eigenverluste Santa Maria. Und das soll ich mir jetzt angucken. Die werden das einfach zerschrottet haben. Aber gut, spielen. Warum hatten wir den Brummi dabei? Piu, 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 piu. Fertig. Weiter. Es fand eine Schlacht gegen Berserker statt. Weder deine 10 Streitkräfte noch die feindlichen 4 Streitkräfte wurden vollständig vernichtet. Du hast 0 verloren, der Gegner hat 1 verloren. Zeige. Start. Was ist das? Die Santa Maria und eine Saguaro? Jo, ein Treffer haben wir landen können. Sehr schön. Also ich werde definitiv meine Schiffe später so ausrichten, dass sie lange Strecken und Nahkampfwaffen haben. Sonst scheint das nicht ganz so gut zu funktionieren. So, weiter haben wir noch mehr Schlachten. Wir haben mehr Minen. Wir haben Lever unter Kontrolle. Stinger 13 hat 300 Minen von einem Standard-Minenfeld Berserker bei Weltraum geräumt. Das ist ein Minenfeld? 400%? Also die patrouillieren wohl um den Planeten rum. Da haben wir Stinger 13, Stinger 14 und eine Saguaro. Ist das ein Minenleger? Wahrscheinlich. Jo, Minenleger. Okay. Also unsere Schiffe können wohl auch Minen zerstören, ohne sie selber auszulösen. Das ist schon mal praktisch. Lass eine neue Runde berechnen, wenn du fertig bist. F9. Dieses Jahr passiert nicht viel. Betrachte den Kampf bei Hacker. Du kannst feststellen, dass deine Zerstörer nicht schnell genug sind, um in die Reichweite der Berserker-Minenleger zu gelangen. Du wirst ein schnelleres Schiff, entweder mit Manövering-Jets oder mit einem schnelleren Antrieb ausgestattet, entwerfen müssen. Deine ersten Bomber kommen nächstes Jahr an. Lies alle deine Mitteilungen und lass eine neue Runde berechnen. Okay, ganz viele leere Auftragslisten, mehr Bomber, leere Auftragslisten, Terraforming, leere Liste... Aufgrund von Überbevölkerung hat die Einwohnerzahl auf Wallaby um 200 abgenommen. Überbevölkerung. Ja, das hat mich am Anfang auch ein wenig irritiert, dass man wirklich tierisch auf die Bevölkerung achten muss. Also wann vermehren die sich am meisten, wann gehen die wieder zurück, wann lohnt es sich, Kolonien zu bauen und so weiter. Das ist doch wesentlich komplizierter, als ich gedacht habe. Da werden wir später im richtigen Spiel auch tierisch drauf achten müssen.
Also irgendwie bei 30% der Maximalbevölkerung vermehren sie sich wohl am besten. Das heißt, wenn man eine sogenannte Brüterwelt haben will, muss das immer auf 30% gehalten werden. Wenn man aber eine Produktionswelt haben will, dann müsste die Bevölkerungsanzahl möglichst hoch sein. Denn je mehr Bevölkerung da ist, desto mehr Fabriken können bemannt werden und produzieren halt mehr Ressourcen. Ja, und dann gibt es halt noch Überbevölkerung. Das heißt, irgendwann sind das zu viele Menschen und dann verhindern die Menschen, dass ordentlich produziert werden kann. Und es sterben anscheinend welche. Das ist alles recht, ja, sehr kompliziert. Und das wird natürlich auch noch davon beeinflusst, wie gerade das Terraforming ist. Also hier auf Wallaby sind die Zustände ja wirklich nicht besonders angenehm. Das erkennt man an dem kleinen grünen Kreis anstatt der große Kreis bei Stove. Deswegen ist das Bevölkerungsmaximum auch recht schnell erreicht. Wir sind jetzt bei Bevölkerung 184.000. Das vergleichen wir mal kurz mit Stovetop. 873.000. Und das Maximum ist 1,2 Millionen. Also ja, Terraforming ist da auch sehr wichtig und wir haben tierisch viele Ressourcen. Wow. Okay, liest alle deine Nachrichten. Ja, wir sind ja dabei. Tech 6 in Energie. Ein Wolf-Streuungsschild. Ist wohl ein besseres Energieschild. Eine Schlacht zwischen Treuer Verteidiger und Santa Maria. Ja, das müssen wir uns nicht angucken. Eine Auseinandersetzung wurden weder deine Flotte, 10 Stinger, noch 3 Saguaro vollständig vernichtet. Ja, weil die zu schnell sind. Das hatten wir schon geklärt. Minenfeld wurde weiter erweitert. Das wird echt immer riesiger. Und vor allem, wir haben nur einen einzigen Minenleger. Ich will nicht wissen, wie schnell sowas vonstatten geht, wenn man so 20, 30 davon hat. Dann kann man vielleicht irgendwann sein ganzes Gebiet mit Minen ausstatten. Oh, gut. Weiter. Und wir haben weiter die Minen, die von den Saguaros gelegt werden, aus dem All gepustet. Na gut, neue Runde berechnen lassen. F9. Ah, vorletzte Runde. Mal gucken, was jetzt noch so kommt. Lies deine Mitteilung. Deine 2B17-Bomber haben einige feindliche Kolonisten getötet. Gucken wir mal. Also Spielsieger, ja. Bomber haben Befehle ausgeführt. Oxygen ist leer. Mozart ist leer. Terraforming. Wallaby. Ja, Slime. Neue Bomber, Terraforming, leere Liste, Forschung. Es war eine Schlacht. Achso, das war die Geschichte mit den Saguaros hinterherfliegen. Ah, hier kommt endlich die Bomber. Also, B-17 Bomber Nummer 15 hat Hacker bombardiert. Dabei 43.700 Kolonisten getötet und 44 Verteidigungsstellungen, Fabriken und Bergwerke zerstört. Wow. Planetare Verteidigungsstellungen stoppten 63% der Bomben. Ah, das war diese Bodenraumraketen, die wir vorhin einmal gezeigt bekommen haben bei der Forschung. Die können wohl die Bomben abfangen. Und obwohl 63% unserer Bomben abgefangen wurden, gab es solche vernichtenden Zahlen. Das ist schon echt übel. Aber gut. Also, wir haben Kolonisten getötet. Allzu viel Schaden konnten sie aber nicht anrichten. Das, na gut, das ist also nicht viel Schaden. Das sollte sich mit der Ankunft weiterer Bomben in den nächsten Jahren ändern. Es gibt noch einige Dinge, die wir mit unserem Planeten anstellen könnten. Aber so nahe an der endgültigen Vernichtung der Berserkers ist die Zeitverschwendung nicht mehr nötig. Ja, wir haben allgemein sehr viel schleifen lassen. Also wir hatten ja tierisch viele leere Produktionslisten und wir haben die Forschung nicht geändert und so weiter. Aber wir haben das Spiel auch eigentlich schon gewonnen. Also, lass die letzte Runde berechnen. Nachdem wir alle Nachrichten gelesen haben. So. Zack. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Ende des Übungsspiels erreicht. Drücke auf F10, um deinen Punktestand anzeigen zu lassen. Das muss ich nicht unbedingt wissen. Hier kannst du feststellen, dass die Berserker über weitere 3 Planeten und 3 Raumschiffe verfügen. Du musst also noch die restlichen Berserker-Planeten bombardieren und ein Schiff bauen, das diese nervigen Saguaros erwischt. Nur dann wirst du wirklich der alleinige Herrscher über das Universum sein. Lies deine Mitteilung und dann, wenn du eine neue Runde berechnen lässt, wirst du auf dich allein gestellt sein. Ich klicke mal ganz kurz die Nachrichten durch. So. F9. Übungsspiel ist beendet. Du kannst dieses Spiel fortsetzen oder mit dem Dateimenü ein neues beginnen. Ja, also wir wollen jetzt nicht diese armen Berserker zu Tode prügeln. Sowas mag ich ja allgemein nicht, auch wenn ich das in letzter Zeit öfters mal machen musste. Also wenn schon abzusehen war, dass ich gewonnen habe, einfach nur noch weitermachen, um das halt alles abzuschließen. Das machen wir jetzt aber nicht. Jetzt würde ich echt gerne die eigene Rasse entwickeln. Das wird eine ganze Ecke dauern. Aber na gut, wir gehen jetzt auf neu. Wir hätten gern ein erweitertes Spiel. So, das nennen wir erste
richtige Schritte. Die ersten richtigen Schritte. Der erste richtige Schritt. Okay. Erster richtiger Schritt. So. Also Universumsgröße. Nehmen wir. Ich bin hier immer versucht, das größtmöglichste zu nehmen. Aber das wird tierisch chaotisch werden, oder? Oh ja, komm. Riesig. Spielerpositionen sollten möglichst weit auseinander sein. Ich habe keine Lust, in den ersten Runden gleich von irgendeiner Kriegerrasse niedergemäht zu werden. Also sehr weit. Planetendichte. Allgemein hätte ich gerne nicht ganz so viele Planeten auf einem Haufen. Weil wir haben das Universum ja schon sehr groß. Und wenn wir jetzt noch Planetendichte dicht oder eng nehmen würden, hätten wir wahrscheinlich hunderte von Planeten. Und das wäre echt nur noch Micromanagement. Also ja, das Spiel ist fast noch Micromanagement, aber das wäre mir doch ein wenig zu viel. Also machen wir mal spärlich. Maximale Erzvorkommen. Wird hier als Anfängerhäkchen genommen, aber ich will nicht wirklich maximale Erzvorkommen haben. Das klingt zu sehr nach Cheaten. Langsamer technologischer Fortschritt klingt allerdings recht praktisch. Dadurch wird das ganze Spiel ein wenig in Länge gezogen. Man muss nicht so schnell seine Raumschiffe zerschrotten und neu aufbauen. Also das nehme ich mal an. Beschleunigtes Mailbox-Spiel brauchen wir nicht. Keine Zufallsereignisse. Ich habe in dem Wiki mal nachgelesen. Es gibt da sehr interessante Sachen. Auch wenn die recht schwierig zu erreichen sind teilweise. Aber das macht das Ganze ein wenig interessanter. Also die lassen wir mal an. Computerspieler bilden Bündnisse. Das lassen wir aus. Das ist echt nur für erfahrene Spieler. Dadurch kämpfen alle Computergegner, und das sind glaube ich maximal 16 oder so, kämpfen von vornherein alle gegen uns. Das werden wir nicht überleben. Punktestand ist öffentlich. Nee, das will ich nicht. Ich will nicht genau wissen, wie stark ein Gegner ist. Das kann man zu sehr taktisch nutzen. Aber ich mache mal Planetenballungen ein. Damit es wenigstens so ein wenig aussieht, als wenn es Sonnensysteme geben würde. Weil diese freischwebenden Planeten irritieren mich immer noch ein wenig. Na gut, das soll es erstmal dafür gewesen sein. Weiter. Wir haben jetzt hier 16 Spieler. Davon sind wir der Erste. Ich werde das mal ein wenig reduzieren, da das sonst wirklich zu chaotisch und übersichtlich wird später. Also nehmen wir dich mal raus. Dich raus. Dich raus. Ja, 12 Spieler sind immer noch eine ganze Menge. Wir haben anscheinend von den meisten Rassen was dabei und wir haben Zufallsgegner. Ja, das ist soweit alles okay. Können wir die noch irgendwie einfach oder schwierig stellen? Erweiterungsspieler? Computerspieler? Oh, da können wir es wirklich einstellen. Die sind alle auf Standard. Ich glaube, ich mache mal ein, zwei von denen auf leicht und einen auf schwer. Also du machst mal bitte... Computerspieler, du warst Turi irgendwas, die da, du bist jetzt leicht. Und du warst ein Robotoid und bist jetzt auch leicht. Und dafür nehmen wir nochmal einen von diesen Turin Drones und den machen wir jetzt mal auf schwer. Um das Ganze mal so ein wenig durcheinander zu wirbeln. Also auf hart. Experte muss ich nicht unbedingt haben. Ich denke mal, so oder so werden wir nicht sehr weit kommen in dem Spiel. Da ich halt mich die letzten paar Tage zwar ein wenig mit dem Spiel auseinandergesetzt habe, aber bei weitem noch nicht gut genug bin, um so ein ganzes Spiel abzuschließen, denke ich einfach mal. Aber schauen wir mal. Also wir sollten es auf jeden Fall in Acht nehmen vor einem gewissen Turin-Drones. Oder Turin-Drones, wie auch immer. Wir wollten uns noch einstellen. Wir sind eine selbstdefinierte Rasse und zwar neu. Rasse. Einzahl Gerugon, Plural Gerugonen. Kein Passwort, wir wären gerne ein anderes Zeichen. Yin-Yang, Totenkopf. Oh, Infinity, die Unendlichkeit, das passt schön zu mir. Wir nehmen Custom. So, das ignorieren wir erstmal, das machen wir später. Wir haben jetzt hier oben 25 Punkte zur Verteilung. Das ist nicht ganz richtig, eigentlich haben wir mehr, aber es wurden schon Sachen von vornherein für uns eingestellt. Also wir haben jetzt hier 6 Seiten, die gehen wir nach und nach durch. So, erste Seite. Hier können wir unser Hauptmerkmal aussuchen. Für die meisten Neueinsteiger ist Tausendsasser geeignet. Der hat von vornherein recht viele Tech-Stufen, die Planeten haben eine größere Maximalbevölkerung und sie haben am Anfang recht viele Schiffe. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen.
Es gibt natürlich wesentlich spezialisiertere Rassen. Aber da muss man sich vorher auch einen richtig guten Plan machen, wie man denn damit arbeiten will. Zum Beispiel, was ich ganz gerne nehme und eventuell sogar jetzt nehmen werde, ich bin mir immer noch nicht 100% sicher, sind die Landschaftsgärtner. Die Landschaftsgärtner beginnen das Spiel mit Tech Level 6, zum Beispiel in Biotechnologie und einem Schiff, das von Orbit aus terraformen kann. Außerdem können wir gegnerische Planeten anti-terraformen quasi, also deren Terraforming rückgängig machen, was bestimmt tierisch nervig ist. Also wenn man gegen Spieler spielt, kann man die bestimmt in Wahnsinn treiben damit. Also ja, und wenn wir einen Planeten besiedeln, wird er automatisch geterraformt. Und das ist ein irre, irre guter Vorteil. Das heißt, man spart die ganzen Ressourcen, die man normalerweise für Terraforming einsetzen müsste, und hat es sofort und nicht erst ein paar Jahre später, sobald die Wirtschaft gut genug ist, um das ganze Terraform überhaupt ausstatten zu können. Ja.